Ja, wir gehen jetzt sozusagen von den Datengrundlagen zur Sekundärnutzung. Die wurde ja schon angeteasert, das Projekt DigiSanté. Mit dem Projekt will eigentlich das BAG Optimierungspotenzial angehen und gemeinsam mit den Akteuren im Gesundheitssektor die digitale Transformation im Gesundheitswesen der Schweiz fördern. Das klingt nach einer großen Aufgabe und wir freuen uns sehr, dass wir heute Nasima Wiesmehira bei uns haben. Sie ist Vizedirektorin beim Bundesamt für Gesundheit und wird uns heute ein bisschen auf diese Reise mitnehmen. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. So, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung an diese Konferenz. Sehr gerne spreche ich zum Thema, was ist die Rolle des Staates im digitalen Gesundheitswesen? Also wir schwenken jetzt den Fokus ganz explizit auf das Gesundheitswesen. Ich werde kurz auf die Ausgangslage eingehen. Woher kommen wir eigentlich? Wie ist dieses Thema entstanden? Da werden so Themen aufkommen, die Sie sicher sich selber schon denken können. Dann natürlich DigiSanté, was sind hier die Ziele und wovon sprechen wir eigentlich? Und ganz wichtiger Punkt, wie werden die Akteure mit einbezogen? Auf was basieren wir uns? Ganz grundsätzlich gibt es eine gesundheitspolitische Strategie des Bundesrates, die heißt Gesundheit 2030. Die wurde im Jahr 2019 verabschiedet, also noch vor der Pandemie. Und bereits damals war der technologische und digitale Wandel als eine der großen vier Herausforderungen erkannt. Und es wurden auch entsprechende Ziele und Maßnahmen definiert, wie man diesen Herausforderungen explizit eben auch dem digitalen Wandel im Gesundheitswesen begegnen könnte. Vielleicht könnte man auch sagen, dem mangelnden digitalen Wandel, aber ja. Dann, zweiter Hintergrund ist vielleicht das Thema, wo starten wir bezüglich Digitalisierung des Gesundheitswesens in der Schweiz? Und hier gibt es wie einfach eine gewisse Diskrepanz. Wir haben in der Schweiz eines der besten, qualitativ besten Gesundheitssysteme der Welt. Es gibt x Studien, die das zeigen, dass wir hier wirklich ganz vorne mit dabei sind. Aber wenn man sich anschaut, wie digitalisiert ist unser Gesundheitssystem, unser Gesundheitswesen, landet die Schweiz regelmäßig auf den wirklich hinteren Plätzen, in den hinteren Dritteln dieser Statistiken. Und das hat natürlich Konsequenzen, das ist eine Frage von Effizienz vor allem auch, aber teilweise auch von Qualität und Patientensicherheit. Gut, dann, wie hat die Politik jetzt auf diese Herausforderungen reagiert? Hier kommen natürlich jetzt vor allem auch die Erkenntnisse aus der Covid-Pandemie dazu. Also ich würde sagen, es gab Gesundheit 2030, die Herausforderung war bekannt, es wurden auch Ziele definiert und Maßnahmen und dann kam die Covid-Pandemie. Und das hat gewirkt wie ein Katalysator, weil man gemerkt hat, in Bund, Kantonen, überall eigentlich, uns fehlt einfach ganz viel an Digitalisierung, an Tools. Man musste ganz schnell in der Krise Strukturen aufbauen. Ich denke an das Covid-Zertifikat, an die ganzen Meldeprozesse für die Covid-Tests etc. Da wurde in ganz kurzer Zeit ganz viel geschaffen, weil eben diese Strukturen nicht da waren. In Konsequenz davon ist dann sowohl Bundesrat als auch Parlament tätig geworden. Wir haben verschiedene Vorstöße zu diesem Thema aus dem Parlament erhalten. Beispielsweise, das ist eigentlich die prominenteste, die Motion Etlin, die den Bundesrat dazu aufgefordert hat, digitale Transformation im Gesundheitswesen Rückstand endlich aufholen. Die wurde meines Wissens sogar einstimmig dann auch überwiesen. Auch der Bundesrat hat diverse erste Maßnahmen bereits in Auftrag gegeben und dann zudem das EDI, BAG und eben BFS, das ist ein Gemeinschaftsprogramm, beauftragt in Zusammenarbeit mit weiteren Stellen und den Kantonen, ein Programm zur Förderung der digitalen Transformation im Gesundheitswesen auszuarbeiten und ihm vorzulegen. Und das haben wir dann am 22. November des letzten Jahres gemacht, dieses Programm erarbeitet und dem Bundesrat unterbreitet.
zusammen mit einer Botschaft für einen Verpflichtungskredit, welcher aktuell im Parlament behandelt wird. Jetzt, wo stehen wir hier in der Beratung? Sie sehen hier den ganzen Zeitplan. Ich glaube, die Folien sind anschließend auch verfügbar, wenn ich das richtig, weil man vielleicht nicht jedes Detail lesen kann. Wir sind bis jetzt durch den Ständerat, der hat den Verpflichtungskredit und die entsprechende Botschaft, den Bundesbeschluss genehmigt, waren auch schon umgekehrter Nationalrat hat bereits genehmigt, Entschuldigung, wir waren auch schon in der ständerätlichen Gesundheitskommission, die auch zugestimmt hat. Jetzt gehen wir in der Sommersession in den Ständerat und hoffen dann, dass wir somit bis Mitte Jahr einen genehmigten Verpflichtungskredit haben, mit dem Ziel, dass wir dann auf Anfang 2025 mit der effektiven Programmumsetzung starten können. Gut, jetzt gehen wir aber darüber zu sprechen, worum geht es überhaupt. Was Sie hier sehen, ist eine Landkarte des Gesundheitswesens der Schweiz. Jetzt muss ich mich schnell umdrehen, damit ich den Pointer richten kann. Sie sehen hier oben links die verschiedenen Akteure des Gesundheitswesens. Also wir haben natürlich Spitäler, Ärzte, Heime, Apotheken, also die Leistungserbringer, Labore natürlich. Wir haben die Versicherer, wir haben die Pharma, Kantone, Bund. Die Forschung ist natürlich auch ein ganz zentraler Teil. Und das alles betrachten wir als quasi die Akteure des Gesundheitswesens. Dann unten links ist ein bisschen der Status quo, wo wir herkommen mit einem tiefen Digitalisierungsgrad. Sehr viel funktioniert im Gesundheitswesen heute noch über Papier oder Mails oder sehr viel Papier oder die Informationen fließen gar nicht. Das kommt auch häufig vor. Und das Ziel ist hier oben rechts, dass wir den Digitalisierungsgrad stark erhöhen wollen und eben einfachere Prozesse, natürlich auch effizientere Prozesse erreichen wollen. Und wie machen wir das? Wir gehen hier einen Weg, der an verschiedenen Zielen vorbeiführt. Und wichtig zu wissen, es ist nicht einfach der Bund oder die Kantone, die diesen Weg gehen, sondern dass die ganzen Akteure sollten diesen Weg gemeinsam gehen. Ah, einen Punkt habe ich noch vergessen. Genau dieses Symbol, das Sie hier sehen, das ist das Symbol für das elektronische Patientendossier. Das elektronische Patientendossier ist nicht Bestandteil des Programms DigiSante, aber es ist wie eine komplementäre Maßnahme. Also DigiSante erfüllt, also das EPD, das elektronische Patientendossier ist wie das Angebot für den Bürger, für die Bürgerin, wo ich meine Gesundheitsinformationen jederzeit zugänglich ablegen kann und sagen kann, wer darauf zugreifen darf. Und DigiSante in Ergänzung dazu oder komplementär dazu schafft auch bessere Rahmenbedingungen, dass das EPD mehr Verbreitung findet und mehr Nutzen stiften kann. Deswegen, das sind zwei Initiativen, die sich gegenseitig quasi ergänzen. Gut, dann gehen wir eins weiter. Was wollen wir eigentlich mit DigiSante erreichen? Diese blauen Schilder, das sind die vier strategischen Ziele von DigiSante und ich beginne beim hintersten, weil ich das Wichtigste finde, und zwar das ist das Thema Standardisierung. Haben wir auch von Schorsch schon viel darüber gehört und das geht darum, wir brauchen, damit wir im Gesundheitswesen interoperabel zusammenarbeiten können, damit Daten dorthin nahtlos fließen können, wo sie hinfließen sollen und dürfen, brauchen wir eine Standardisierung. Wir brauchen eine gemeinsame Sprache. Wir brauchen technische, semantische Standards für unsere Daten im Gesundheitswesen. Das ist wie das A und O. Und das ist eines der vier strategischen Ziele des Programms, diese Standards national gemeinsam zu definieren und festzulegen. Das zweite Ziel, da gehe ich ganz nach links, heißt Digitalisierung. Und hier geht es darum, dass insbesondere die Behördenprozesse, Prozesse von Bund und Kantonen, immer dort, wenn Daten aus dem Gesundheitswesen zum Bund oder zu den Kantonen fließen sollen oder auch wieder zurück, dass diese Prozesse
intelligent digitalisiert sind, so dass man eben nicht irgendwelche Daten copy-paste in ein anderes Formular und dann einschicken oder irgendwas machen muss, sondern dass diese möglichst ohne viel Aufwand dorthin übermittelt werden können, wo sie sollen. Das bedeutet natürlich auch sehr viel Aufwand in der Digitalisierung von Behördenprozessen. Das dritte Ziel ist Orchestrierung. Hier geht es darum, dass wir, wenn wir im digitalen Gesundheitswesen arbeiten, ist das immer, und Sie sehen das auch an der Stakeholder-Landschaft oben, es funktioniert nur in einem Zusammenspiel. Das heißt, wir müssen Wege finden, Austauschplattformen, Zusammenarbeitsformen, sodass alle Akteure des Gesundheitswesens bei ihrer eigenen Digitalisierung in dieselbe Richtung gehen oder eben anschlussfähig aneinander bleiben. Und wenn Sie sich das Gesundheitswesen anschauen und die Anzahl der Akteure, die es dort gibt, ist das eine riesige Herausforderung, dass man sich dort findet, sich auf gemeinsame Standards einigt, sich darüber austauscht, wer an welchen Projekten ist und wie man auch voneinander profitieren könnte. Also Orchestrierung ist das dritte Ziel. Und das vierte Ziel ist die Verankerung. Hier geht es darum, dass überall dort, wo nötig oder sinnvoll, müssen natürlich auch die entsprechenden rechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden. Das heißt, entweder neue Gesetze schaffen oder auch, das kann auch gut der Fall sein, dass es in aktuell bestehenden gesetzlichen Grundlagen Digitalisierungshinderungen gibt, die wir entfernen müssen im Hinblick darauf, dass wir digitaler werden wollen. Das wären die vier strategischen Ziele gewesen. Jetzt die Eckwerte des Programms. Das Programm DigiSante hat eine Laufzeit von 10 Jahren, also von 2025 bis 2034. Es besteht aus rund 50 einzelnen Vorhaben. Also man muss sich das nicht so vorstellen, dass wir jetzt per 1.1.25 anfangen und das Programm durchziehen bis in 10 Jahren, sondern das ist sehr modular aufgebaut, sodass man dann eben auch, ich meine, wer weiß heute schon, was in 10 Jahren ist, sodass man dann auch auf neue Entwicklungen entsprechend reagieren kann. Wir haben beim Parlament einen Verpflichtungskredit von 392 Millionen Franken eben für diese 10 Jahre beantragt. Jetzt, wie bettet sich das Ganze ein? Wir haben, das ist die große graue Bubble, wir haben das Gesundheitswesen der Schweiz und dann haben wir das digitale Gesundheitswesen der Schweiz und ein Teil davon ist dann eben DigiSante, das Programm zur Förderung der digitalen Transformation. Was wir mit dieser Grafik insbesondere sagen wollen, ist, es ist nicht der Bund, der einfach alles macht, sondern es ist wirklich, das ist ein Programm für die Förderung der Digitalisierung und für die Digitalisierung der der Behördenprozesse, aber es bedingt für ein digitales Gesundheitswesen bedingt es, dass die Akteure selbst auch in ihre eigene Digitalisierung investieren. Wenn wir also jetzt konkret anschauen, was ist dann eigentlich die Aufgabe der öffentlichen Hand, beziehungsweise jetzt ganz konkret des Bundes, dann ist es so, dass Gesundheitsversorgung ist gemäß Bundesverfassung grundsätzlich in der Zuständigkeit der Kantone, aber es gibt fragmentierte Kompetenzen auch des Bundes, beispielsweise im Bereich Kranken- und Unfallversicherung, beispielsweise im Bereich Strahlenschutz, beispielsweise im Bereich der Humanforschung. Also es gibt so einzelne Aspekte, die in Bundeskompetenz sind. Und wir haben jetzt auch festgestellt, also das wurde schon ein bisschen länger festgestellt, dass es auch Themen gibt, gerade in der Digitalisierung, die die Kompetenz der Kantone übersteigen. Gerade wenn es um Themen geht wie Standardisierung oder Interoperabilität, also wo es darum geht, dass man sich national auf Standards einigt, ist etwas, was ein Kanton für sich alleine sehr schwer umsetzen kann. Das heißt, der Bund geht hier in den Lead, natürlich gemeinsam mit den Kantonen und fördert eben die Digitalisierung. Was ganz wichtig ist zu sagen, ist, was der Bund hier nicht tut, ist eine Konkurrenzierung der Privatwirtschaft. Also der Bund handelt in diesem Thema nur dort,
wo es keinen Markt gibt. Ich komme nachher noch mit einem konkreten Beispiel, wie das zu verstehen ist. Und zweiter wichtiger Punkt ist, wir wollen bei diesem Programm ganz stark die gesamte Gesundheitsbranche, dort gehören zum Beispiel auch die Anbieter von Softwareprodukten für das Gesundheitswesen dazu, wollen wir auf diesen Weg mitnehmen. Jetzt, wenn wir uns das an einem konkreten Beispiel anschauen, dann ist eines der Vorhaben aus Digisonte ist ein Terminologieserver. Jetzt, was ist ein Terminologieserver? Hier geht es darum, dass wenn wir uns national auf bestimmte technische oder semantische Standards einigen, also wenn wir uns national darauf einigen, wie wir eine Impfung inklusive Metadaten korrekt kodieren und technisch austauschen wollen, dann werden wir diese Information über diese Standards in einen Terminologieserver tun. Das ist dann die Leistung des Bundes. Und das Gesundheitswesen, die gesamte Gesundheitsbranche, kann sich mit diesem Terminologieserver verbinden und diese Standards sich quasi runterladen, um sie dann in den eigenen Systemen implementieren zu können. Und dieser Terminologieserver ist jetzt eben so eine Leistung des Bundes, die auch niemanden konkurrenziert im Sinne von, es geht nicht darum, dass wir neue Praxisinformationssysteme oder Klinikinformationssysteme bauen, sondern die werden immer noch privat gebaut, aber die gemeinsame Sprache kann man sich herunterladen. Was dazu natürlich auch eine Aufgabe des Bundes ist, ist, dass man dann diese Standards in den relevanten Gesetzen mit verankert. Gut, jetzt schauen wir uns noch ein bisschen mehr an, was ist denn da alles drin in Digisonte. Digisonte hat vier verschiedene Pakete, durch die ich kurz durchgehen werde. Das erste Paket sind alle Vorhaben, die dazu dienen, die Voraussetzungen einer digitalen Transformation im Gesundheitswesen zu schaffen. Dazu gehört, ist eines der wichtigsten Maßnahmen oder eines der wichtigsten Vorhaben, ist die Fachgruppe Datenmanagement im Gesundheitswesen. Die hat bereits vor über einem Jahr gestartet. In der Fachgruppe Datenmanagement im Gesundheitswesen sind alle zentralen Stakeholder aus dem Gesundheitswesen vertreten. Also neben Bund und Kantone ist da die FMH, also die Ärzteschaft, die Spitäler, die Forschung, die Medizininformatik und weitere wichtige Gremien für die Pharmaindustrie natürlich vertreten. Und in dieser Fachgruppe werden eben diese Standards diskutiert und dann im Sinne von nationalen Empfehlungen auch verabschiedet. Weitere Vorhaben aus diesem Paket sind die, die Themen eben der Standards, aber auch der einheitlichen Identifikatoren, die Erarbeitung einer gemeinsamen Architekturvision und auch die Sicherheitsfragen. Paket 2 ist die nationale Infrastruktur, eben nicht gemeint, als dass der Bund ein zentrales System für alle schafft, sondern dass der Bund überall dort, wo er zuständig ist und es eben keinen Markt gibt, einzelne Basisdienste oder Services zur Verfügung stellt. Da gehört eben der Terminologieserver dazu oder auch ein digitales Consent Management, bei dem man zustimmen kann, dass seine Daten für die Forschung verwendet werden, oder auch ein zentrales Register für alle Gesundheitsfachpersonen, also HPD heißt Health Professional Directory. Dann das dritte Paket, das ist finanziell das größte Paket grundsätzlich für den Bund, geht es wirklich darum, dass eben auch die Bundesprozesse, die Behördenprozesse digitalisiert werden. Als Beispiel hier aufgeführt ist eine neue Plattform für die Überwachung und Meldung der übertragbaren Krankheiten, so dass möglichst ohne manuellen Zusatzaufwand zum Beispiel eine HIV-Diagnose oder ein Masernfall gemeldet werden kann und dann eben auch entsprechende Auswertungen passieren können. Hier gehört auch das Projekt Spitalstationäre Gesundheitsversorgung dazu oder die elektronische Plattform Leistungen, wo es darum geht, dass die ganzen Listen, die Spezialitätenliste, die Liste für Mittel und Gegenstände, also alle diese Leistungen, die über das KVG bezahlt werden, dass auch diese Prozesse
digital geführt werden könnten. Dann das vierte Paket, da hat Schorsch schon darüber gesprochen, da geht es darum, dass die Gesundheitsdaten dann auch für die Forschung oder die Politik verwendet werden können. Also es geht um die Sekundärnutzung. Und da gibt es einen Anteil BFS, den wir vorhin schon gehört haben, wo es darum geht, dass diese Daten dann eben auch verknüpft und neues Wissen generiert werden kann. Und es gibt einen Anteil BAG, wo es darum geht, dass wir die Voraussetzungen schaffen, insbesondere auch rechtlicher Natur, für einen Datenraum für die gesundheitsbezogene Forschung. Hierzu gehört eben einen neuen E-Consent für die Patientinnen und Patienten. Es geht aber auch um neue rechtliche Voraussetzungen, um diese Daten dann auch koordinieren und der Forschung zur Verfügung stellen zu können. Das wäre ein kurzer Abriss der vier Pakete gewesen. Zum Abschluss möchte ich noch auf eigentlich neben den Standards, was quasi wie das eine ganz zentrale Standbein von DigiSonde ist, das andere ganz zentrale Standbein von DigiSonde, die Zusammenarbeit. Und zwar, wie ich eingangs schon gesagt habe, DigiSonde wird nur Wirkung entfalten können, wenn alle Akteure des Gesundheitswesens gut zusammenarbeiten und in dieselbe Richtung ziehen. Weil wenn wir wieder weiterfahren, damit unterschiedliche Lösungen zu finden, die dann nicht miteinander kommunizieren können, dann kommen wir keinen Schritt vorwärts. Aus diesem Grund ist dem Thema Zusammenarbeit ein ganz hohes Gewicht beigemessen im Thema DigiSonde und es werden und wurden verschiedene Plattformen geschaffen. Ich fange hier mal unten an. Das hat ganz verschiedene Niveaus. Also Punkt 1 ist, für jedes Vorhaben werden wir eruieren, was ist für dieses Vorhaben, welche sind die Stakeholder, die von diesem Vorhaben konkret betroffen sind und sie dann für dieses Vorhaben jeweils in Fachgremien einladen. Also wirklich zur Diskussion am konkreten Einzelvorhaben. Die zweite Ebene, habe ich vorhin schon erwähnt, ist eben diese Fachgruppe Datenmanagement, wo über die semantischen und technischen Standards insbesondere diskutiert und entschieden wird. Das dritte Gremium, es hat noch keinen fixen Namen, wir nennen es Branchengremium. Das ist ein Wunsch, der insbesondere auch durch die Diskussion im Nationalrat mit aufgenommen wurde. Das ist ein Gremium, zusammengesetzt aus Vertretern des Gesundheitswesens, welche auch die ganzen Vorhaben priorisieren und auf ihren Nutzen hin überprüfen. Also der Hintergedanke dabei ist, dass wir mit DigiSonde nur Vorhaben umsetzen wollen, die wirklich einen konkreten Nutzen haben für die Digitalisierung im Gesundheitswesen und das System wirklich besser machen. Und das ist eine der Aufgaben, die das Branchengremium hat. Ganz zu oberst haben wir eine Orchestrierungsplattform. Hier ist nicht gemeint eine Plattform im technischen Sinn, sondern hier soll ein Instrument aufgebaut werden oder eben eine Plattform, vielleicht am besten vergleichbar mit einem Marktplatz, wo es darum geht, dass wir sicherstellen können, dass der Austausch innerhalb des Gesundheitswesens über all die Digitalisierungsanstrengungen, Projekte, die bei den verschiedenen Stakeholdern laufen, dass die auch voneinander wissen, voneinander lernen und sich untereinander austauschen können. Dies insbesondere dahingehend, dass wir eben wegkommen müssen von diesen einzelnen Silos hin zu einem Gesundheitsdatenraum, über den man kommunizieren kann. Ganz wichtiger Punkt habe ich noch vergessen, und zwar das Thema der Kantone. Es ist ein Programm, das wir ganz eng mit den Kantonen umsetzen. Im Programmausschuss ist die GDK vertreten, also die Gesundheitsdirektorenkonferenz. Und es gibt zweimal im Jahr einen Anlass, da kann ich auch gleich auf die nächste Folie, es gibt zweimal im Jahr einen Austausch mit den Digitalisierungsverantwortlichen der Kantone, hat inzwischen schon zweimal stattgefunden. Auch dort ist das Thema, es wird aus jedem Kanton Personen eingeladen und es wird natürlich darüber berichtet, wo stehen wir mit DigiSonde, welche Vorhaben setzen wir um. Aber es geht eben auch darum, dass die Kantone untereinander sich vernetzen und darüber diskutieren,
in Ihrem Kanton, in Ihrem Gesundheitsamt, welche Digitalisierungsprojekte sind da am Laufen und wie können wir hier möglichst gut zusammenarbeiten. Daneben gibt es noch, das ist jetzt der Stand, die Austauschgefäße für das Jahr 2024, gibt es noch verschiedene andere Gefäße. Wir haben einen Newsletter, den können Sie auf der Website abonnieren, so DigiSonte. Wir machen Informationsveranstaltungen. Die konkreten Daten stehen noch nicht fest, wo wir dann über den aktuellen Stand berichten. Und es gibt ein Kommunikationsinstrument, das nennt sich DigiSonte Stunden. Das sind Online-Veranstaltungen, wo man über konkrete Vorhaben aus DigiSonte orientiert jeweils oder wo auch andere Akteure aus dem Gesundheitswesen ihre Projekte vorstellen. Eben, es ist ein sehr niederschwelliger Ansatz, es ist online und man kann sich da relativ gut darüber austauschen. Gut, das wäre mein kurzer Abriss quasi zu DigiSonte gewesen und insbesondere zu der Rolle des Staates bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens. Ich habe Ihnen hier noch zwei Links mitgebracht. Zum einen gibt es einen kurzen Erklärfilm von DigiSonte und zum anderen den allgemeinen Link auf unsere Website, auch mit den Informationen bezüglich Newsletter und DigiSonte-Stunden. Herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank, Nassima Wismehira. Also persönlich habe ich schon beim Zuhören, glaube ich, einen Eindruck bekommen, wie komplex und auch aufwendig dieses Projekt ist und sein wird. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es doch auch Fragen dazu geben könnte. Wir haben auch noch Zeit, wir sind ein bisschen der Zeit voraus, im übertragenen Sinne vielleicht, aber auch im tatsächlichen Sinne. Ja, gerne. Ich hätte eine Frage zu den Standards. Also geht es da um Auswahl oder um Neudefinition von Standards? Weil Standards haben wir ja genug. Das ist eine sehr gute Frage. Vielen Dank, da war ich zu wenig präzise. Ein Grundsatz von DigiSonte ist, dass wir uns ganz grundsätzlich an internationalen Standards orientieren. Also unsere Absicht, auch die in der Fachgruppe Datenmanagement, unsere Absicht ist es nicht, neue Standards zu erfinden, weil ich bin komplett Ihrer Meinung, es gibt schon genug Standards, sondern es geht darum, dass wir uns an internationalen Standards orientieren und festlegen, welcher wie in der Schweiz eingesetzt werden muss. Eingesetzt werden soll. Richtiges Wort. Merci. Mein Name ist Martin Schindler und ich habe eigentlich zwei Fragen. Die eine betrifft das Thema, wir investieren jetzt viel Geld in DigiSonte. Was denkt ihr in Franken, wird der Nutzen sein von dem Programm? Hat man sich dazu schon Gedanken gemacht? Und die zweite Frage ist, wir bewegen uns in einem Umfeld, das heute sehr intransparent ist. Und die Intransparenz auch von gewissen Leuten oder mindestens Organisationen davon profitieren. Haben Sie einen Plan oder gibt es eine gesetzliche Grundlage, die zum Beispiel ein Spital oder ein Pharmakonzern dazu bringt, da mitzuspielen? Es sind ein bisschen zwei Fragen. Das eine wäre der Nutzen, den ihr erwartet. Oder das zweite wäre, wie tut ihr die Leute motivieren oder die Organisationen motivieren, hier wirklich mitzuspielen? Mhm. Merci. Ich fange mit dem Nutzen an. Wir haben in der Botschaft mussten wir natürlich ausweisen, was es kostet und was es bringen wird. Und wir haben bewusst, ganz bewusst darauf verzichtet, einen konkreten Frankenbetrag aufzuführen. Es gibt Studien, ich glaube, es ist mir der Name gerade für, es gibt eine ganz berühmte Studie, die in großen 100-Millionen-Beträgen rechnet, was man einsparen kann, wenn man im Gesundheitswesen die Digitalisierung fördert. Wir sind hier vorsichtiger. Aber ich bin ganz überzeugt, dass wenn wir uns den aktuellen Fachkräftemangel im Gesundheitswesen anschauen, dann ist es einfach so, dass wir es uns nicht mehr werden leisten können, dass wir Gesundheitsfachpersonen dazu einsetzen, dass sie eine Information ins
System A, in System B und in System C eintragen. Einfach weil wir das Personal nicht mehr haben. Genau, also ich glaube, es ist eher ein, wir müssen es tun, weil wir die Personen nicht mehr haben, als dass ich Ihnen sagen kann, wir sparen 150 Millionen im Jahr. Der zweite Punkt, können wir eben diese Intransparenzen und können wir Pharmaversicherer und weitere Akteure zwingen? Die Antwort ist ja und nein gleichzeitig. Im Sinne von, wir haben Bundesgesetze wie das KVG, wie das Bundesgesetz über das elektronische Patientendossier, wie das Bundesgesetz über zu den Epidemien, wo wir sehr wohl ganz konkrete Vorgaben machen können. Aber das betrifft, diese Vorgaben werden nie, umfassen nie das gesamte Gesundheitswesen. Aber ich gehe fest davon aus, dass wenn wir innerhalb der gesetzlichen Möglichkeiten, die wir haben, Vorgaben machen, dass das dann eine Ausstrahlung hat auf die Bereiche, wo wir keine Vorgaben machen können. Oder um ein ganz konkretes Beispiel zu nennen, wenn wir im Bundesgesetz über das elektronische Patientendossier festschreiben, wie man eine Impfung kodieren muss und wenn wir im Heilmittelrecht festschreiben, wie man ein Rezept kodieren muss oder technisch-semantisch kodieren muss, dann gehen wir schon davon aus, dass dann in den digitalen Systemen der verschiedenen Stakeholder das dann auch für in allen anderen Zusammenhängen verwendet wird, wo man eine Impfung oder ein Rezept weitergibt, ich sage es mal so. Adrian Fichte vom Magazin Republik. Ich habe eine Frage zum Thema Datensicherheit, IT-Sicherheit. Das ist ja eigentlich ein bisschen eines der zentralen Probleme jetzt beim Schweizer Gesundheitswesen, auch in der Vergangenheit. Es gab ja immer wieder auch eben Register oder Angebote des BAG in Zusammenarbeit mit Privaten, in denen es potenzielle Sicherheitslücken gab, die ausgenutzt hätten werden können. Jetzt haben Sie gesagt, dass Sie einen Antrag jetzt gemacht haben oder dieser Verpflichtungskredit. Das heißt, die parlamentarische Beratung kommt wahrscheinlich noch. Wir sind eben Nationalrat vorbei, Ständerat, Sommersession. Okay. Ich denke jetzt einfach so für die Akzeptanz insgesamt, wollte ich einfach wissen, wie wird jetzt bei, eben Sie haben den Terminologie-Server genannt als Beispiel, einfach bei technologischen Innovationen, wie wird diesem Thema IT-Sicherheit Rechnung getragen? Also wie wird das begleitet und eben Public Money, Public Code, also nach diesem Prinzip her? Vielleicht drei Punkte dazu. Erstens wichtig zu wissen, was Digisonte nicht ist. Wir bauen keine zentrale Plattform, über welche sämtliche Gesundheitsdaten der Schweiz irgendwie darüber fließen sollen. Also das ist es nicht. Zweiter Punkt, trotzdem ist es extrem wichtig für die verschiedenen Vorhaben, die wir haben, dass wir bezüglich IT und Cybersicherheit entsprechender Vorsicht und auch Expertise rangehen. Wir haben deshalb, das ist in der Botschaft auch so ausgewiesen, wir haben ein extra Vorhaben definiert für die Aspekte IT und Cybersicherheit im Gesundheitswesen, weil das ist ein Riesenthema, wo wir auch darin investieren müssen wollen. Weitere Fragen? Wir können gut noch eine nehmen und sonst sind wir dann schon eigentlich bei der Kaffeepause. Vielleicht möchten auch einfach alle jetzt endlich wieder einen Kaffee. Ja, dann würde ich sagen, vielen herzlichen Dank für diesen spannenden Input. Merci.